Hallo, liebe Kinder! Hallo, Onkel Spielsatz Fail! Na, habt ihr es euch gemütlich gemacht auf eurem Bettchen? Ja! Und habt ihr auch schon unterm Bett geguckt, dass da kein Monster ist? Ja! Habt ihr auch im Schrank geguckt? Ja! Aber die Nachrichten hattet ihr da heute bestimmt noch nicht an. Also schaltet mal ein und guckt mal, was der kleine dicke Junge aus Nordkorea und der senile alte Greis aus den USA heute wieder so angestellt haben. Oh nein! Ja doch! Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Albträume können wahr werden. Das könnt ihr selber auch schaffen. Wenn ihr der falschen Partei die Stimme gebt, dann kann es sein, dass die irgendwann mal ihre 13% hat. Hättet ihr euch das vorstellen können? Oh nein, oh graus, oh schreck, das ist ja schrecklich. So, die Kinder sind beschäftigt. Wir spielen Little Nightmares, ein Spiel, das uns angeblich mit Kindheitsalbträumen konfrontieren will. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass wir irgendwie ein kleines Mädchen sind. Da sieht man es auch schon unten rechts auf der Treppe stehen, ganz verloren und verlassen. Und wir müssen vor irgendwelchen riesigen Kreaturen flüchten. Und es ist auch so eine Art Grusel, Puzzle, Plattformer, so alles in einem. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Ich spiele es mit Controller. Ich habe noch keinen Speicherplatz. Jetzt habe ich einen. Und dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Okay, zugegeben, schön ist anders. Ich bin hier also aus einem Albtraum erwacht. Und um ehrlich zu sein, ich stelle mir das Ganze so ähnlich vor wie Inside oder Limbo, ne? Das ist ja auch rein optisch schon mal ähnlich. Also es ist so ein... Da geht's nicht weiter. Ja, es ist so ein... Von links nach rechts. So ein bisschen 2,5D gelaufen hier. Mal gucken, was sie so kann. Ah! Da laufen ein paar Gartenzwerge vor mir weg. Rennen kann ich doch auch. Wo waren das hier? Fasst sie sich da an die Brust oder nee? Ich habe auch... Ich habe es schon in den Controller-Einstellungen gelesen. Ich habe auch ein Feuerzeug. Messer, Gabel, Schere, Licht, ne? Sage ich nur. Naja. Aber bevor ich hier gar nichts sehe. Oh. Ah, ach so. Ich kann auch ein bisschen in die Ebene reinlaufen. Alles klar. Das ist aber toll gemacht hier. Mit dem Licht. Oh. Wie die nackten Füßchen sich auf der Metallplatte anhören. Ja, noch lache ich, ne? Ich glaube, das wird schlimmer. Okay, kann ich das... Kann ich hier was entzünden? Tatsächlich. Ah. Interessant, dass mir das Spiel überhaupt kein Tutorial gibt. Also ich habe es ja jetzt... Ich kann auch greifen. So war das, genau. Ich habe mir das alles vorher angeguckt. So viele Funktionen sind es nicht. Ich kann halt... Gehst du da rein? Gehst du da nicht rein? Ah, nee, das hilft nichts. Ach, rutschen kann ich auch noch, genau. Beziehungsweise jetzt duckt sie sich. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also laufen, also normal gehen, rennen, Feuerzeug beziehungsweise Licht greifen und... Ja, es ist ducken. Es wurde mit Rutschen beschrieben, aber es ist eigentlich ducken. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich da irgendwo hoch kann. Und ich kann hier vorne auch nicht runterfallen. Beziehungsweise ich bin wahrscheinlich in einem Querschnitt, der nur für mich als Spieler offen ist, damit ich was sehe. Na komm, duck dich. Ach so, genau. Und ich kann die Kamera so ein bisschen drehen. Das ist ganz hilfreich. Dass ich da jetzt wenigstens vielleicht was sehe. So. Wo bin ich überhaupt? Oh. Ich habe auch so eine Art Regenmantel an, ne? Eigentlich
nicht ganz passend. So, jetzt sind wir eigentlich bei so einer Situation wie im Titelbildschirm, dass ich als kleines Mannequin hier so eine Riesentreppe hochlaufe. Also ich würde mal meinen, dieses... sie kann auch hochklettern. Dieses Feuerzeug ist essentiell, weil sonst sieht man hier nicht viel. Na? Ich versuche gerade zu ziehen, aber macht sie nicht. Außerdem geht das Licht dabei natürlich aus. Deshalb kann ich auch nicht allzu viel erkennen, aber man sieht ein bisschen, dass sie hier so versucht zu ziehen, aber tut sich nicht wirklich was. Oder muss ich nach oben drücken? Nee. Probiere jetzt alle Richtungen aus. Ich habe natürlich erstmal in meine Richtung gezogen. Nee, das bringt nichts. Dann gucken wir mal, was hier noch so kommt. Oh. Ich kann das sogar mit mir rumtragen. Das ist ja interessant. Das werde ich bestimmt irgendwann brauchen. Da ist ein Riss drin, ne? Hier oben auch. Hier oben rechts. Das sieht zumindest so aus, als wenn die Platten da irgendwie so vielleicht noch runterfallen, wenn ich was entsprechendes gegen werfe. Aber werfen kann ich nicht. Ich kann nur aufnehmen und ablegen. Ist die Frage, ob das hier noch dann eine Rolle spielt. Beziehungsweise, ich laufe nochmal zurück. Ich renne nochmal zurück. Hier war Rennen. So. Ist auch kaum schneller, ne? Oh, süß, wie sie ihr Licht schützt, damit es nicht ausgeht. Ja, ich hätte hier hochklettern können. Nein. Nein. Ich wollte so da hoch. Aber hilft es mir was? An sich nicht, ne? Hopp. So. Was kommt denn hier? Das baumelt da oben. So, hier sind Raucher unterwegs. Igittipfui, das ist ja schon mal der Albtraum schlechthin. Da. So kann ich... ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach. Ich kann aber bestimmt noch irgendwelche Sachen hin und her schieben. Also zum Beispiel den Eimer. Nee, auch nicht. Um ein bisschen Wasser zu sammeln. Und geht mein Licht eigentlich aus, wenn ich hier stehe? Nö. Muss man ja auch mal getestet haben. Bin ich eigentlich für irgendwas nicht zu schwach? Bisher kann sie noch nicht so viel reißen. So, jetzt mal. Ja, also dieser Kameraschwenk, der hilft eigentlich nicht viel. Nur ein bisschen links, rechts kann sie machen und vielleicht mal da unten gucken. Ich warte ja auch noch auf die erste Gelegenheit, was abzufackeln. So. Da muss ich auch noch greifen. Okay. Hochgehen und greifen. What? Ui, schön. Wie die Matratze sich verformt. Hui, hui, hui. Der Boden ist Lava. Ah! Die passen mir wohl nicht. Oh, da liegt ein Brief. Kann ich da was mitmachen? Nicht wirklich. Hm. Oh Gottes Willen, jetzt sehe ich erst, was hier im Vordergrund baumelt. Warum rollt jetzt diese Rolle Toilettenpapier? Jetzt greife ich die mal. Greife ich die mal, so. Kann ich die wenigstens mal da hoch? Ach, Moment. Nee. Kann ich die irgendwie... Ah, tatsächlich. Ich kann werfen. Okay. Wenn ich greife und dann eigentlich nur die Aktionstaste drücke, dann... Ups. Dann wirft sie. Okay. Ja, muss ich denn hier was machen? Also ich muss jetzt wahrscheinlich den Stuhl... wenigstens schafft sie mal was. Den Stuhl zur Tür bekommen, damit ich die aufkriege. So. Ja, schon komme ich da nicht mehr raus. So. Und hoppala. Weiter geht's. Ich bleib mal noch einen Moment hängen. So, kriege ich die Tür wieder zu. Tatsächlich. Nicht, dass mir hier noch ein Bösewicht hinterherkommt. Na? Aber die bleibt nicht zu. Oh, jetzt bleibt sie einigermaßen zu. Hier regnet es überall rein. Hört man doch.
So. Was ist denn das hier eigentlich? Ich hab's befürchtet. Das sieht irgendwie ölig aus, ne? Prompt hinterlasse ich hier auch Fußabdrücke. Na, kann ich wenigstens das abfackeln? Nee. Hat hier schon mal jemand Fußabdrücke hinterlassen? Hier sind... Oh. Dann hat er sich am Kühlschrank festgehalten. Während er vielleicht von irgendetwas gepackt wurde. Ich gehe mal hier hoch. Besonders viel weiter komme ich hier aber nicht. Ich sehe schon, ich werde an den einfachsten Rätseln scheitern. Komm ich hier... Oh, tatsächlich. Da quetscht sie sich doch rein, oder? Ja, hier komme ich rein. Okay, und ich hoffe, dass ich nicht schon 30.000 Secrets verpasst habe. Vielleicht konnte man ja mit dem wenigen, was man hatte, schon irgendwas anrichten. Das da unten rechts war übrigens das Speichersymbol. Dann habe ich zumindest was richtig gemacht. Oh. Da oben ist so ein Gastank, ne? Ich konnte hier noch nichts anzünden bisher. Eigentlich will ich den da oben auch nicht anzünden, aber sie hält sich auch noch nicht fest. Ja. Mal wieder Licht machen. Da geht's nämlich schon los. Was machen wir hier? Ich kann ja nicht so wirklich was greifen hier. Und auch nicht da hoch. Okay, hält sich fest zum Hochziehen, aber nicht zum Wegziehen oder Greifen oder so. Okay, dann wage ich jetzt mal einen Sprung. Das ist wie so eine Startposition. Ich drücke jetzt gerade die Renntaste. Ja, ich wollte mich da festhalten. Ah, doch, geht. Gucke mal. Okay, kann ich auch irgendwie... Nein. Da muss doch von hier auch gehen. Ich kann mich aber nicht hochziehen. Wie blöd. Ich drücke einmal hoch oder auch länger hoch und... Oder dauert das länger? Irgendeine andere Taste wieder drücken? Nee. Ich drücke sie alle. Hilft nichts. Ach, wie blöd. Muss ich hier irgendwas reinbringen, was mir hilft? Machen wir mal wieder Licht. Kann ich hier irgendwas reinbringen? Was hatte ich denn? Wo führen diese Spuren hin? Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Oh! Da ist schon wieder was weggelaufen. Und jetzt hier hoch? Tatsächlich. Aha! Okay. Ah, man muss immer aktiv nochmal festhalten drücken. Oh. Sah aus wie ein Blutegel. Ich hatte zum Glück noch nie Erfahrung mit Blutegeln. Das gibt es ja auch als Therapie, aber ich stelle es mir sehr eklig vor. Da oben hängt wieder einer. So, wie weit kommt der mir hinterher, möchte ich mal wissen. Oh, ist das ekelhaft. Ich konnte ja bisher noch nichts mit meinem Feuer beeindrucken, also wahrscheinlich auch nicht den. Einfach laufen. Einfach laufen. Puh. Das wären ja hier nicht weniger. Oh, da ist ein Hebel. Ich bleib mal noch ein bisschen hängen, falls das Ganze vielleicht wieder runter geht. Kennt man ja aus Inside. So, da oben hängen schon wieder so zwei. Oh je. Oh, schnell weg. Okay, hat mir die Perspektive einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wach auf, wach auf. Es ist leider kein Traum, es ist die Realität. Lauf, 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 lauf. Aber wenn ich weit genug weg bin, dann verlieren sie die Fährte. So sieht's aus. So,
So. Aha, geht von selber hoch. Okay. Und jetzt. Mittig bin ich. Und mit Tempo. Ich habe ein bisschen nach vorne gelenkt beim letzten Mal, glaube ich. Das war der Fehler. Ich habe ja immer noch so Fußspuren. Das kann jetzt aber nur Feuchtigkeit sein eigentlich, oder? So, kletter ich hier hoch? Tatsächlich. Aber hier geht es schon wieder nicht weiter. Was ist denn hier so? Kann ich mich an dieses Rädchen da hinten ranhängen? Da komme ich ja gar nicht ran. Sieht für mich recht übersichtlich aus hier. Was ist denn hier? So, hier vorne kann ich zum Glück wenigstens nicht runterfallen, wenn ich jetzt nach vorne drücke. Doch nicht, ich kann hier so ein Rohr hoch. Das wäre ja schon sehr akrobatisch. Nee, kann sie nicht. Oder hier an dem Ding hoch? Tatsächlich. Ja, was hilft's? Leider kann ich jetzt auch kein Licht anmachen. Insofern sehe ich nicht so viel. Das muss eigentlich die Lösung sein, oder? Also ist recht übersichtlich hier. Gehen wir mal hier nach vorne. Man kann ja nur ein bisschen an dem Ding hin und her wechseln. Viel ist da nicht drin. Kannst jetzt mal an jeder Stelle probieren, hochzukommen. Ich werde ja wohl kaum hier irgendwie einen weiten Sprung machen können. Oh, will mir eigentlich nicht die Beine brechen. Gerade so geknarzt. Was kann ich tun? Hier kann ich nichts tun. Da muss irgendwas zu greifen sein. Ach, ich greife jetzt hier die Latten und ziehe die ab. Tatsächlich. Das war eigentlich nur so eine fixe Idee, weil die Kraft hätte ich ihr nicht zugetraut. Nachdem sie ja schon vorher kaum was verschieben konnte. Na gut. Okay. Ah, ein bisschen muss man rumprobieren. Hihihihi. Ha! Boah, das war fies jetzt. Das, oh mein Gott. Renn, renn, renn. Boah, ist das eklig. Okay. Ich wollte nach unten weglenken. Oh, die sind aber auch sofort tödlich. Ehrlich, ich hätte mir das Spiel nicht so eklig vorgestellt. Also man hat in den Trailern gesehen, wovon man da so verfolgt wird, aber... Ah, dass es einen gleich hier so anekelt in Folge 1. Oh nein. Das hätte ich ja nicht gedacht. Oh nein, 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 nein. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Scheiße, die umkreisen mich hier alle. Das ist doch Mist. Ich kann doch nicht wieder so eine Latte hier rausziehen, oder? Okay. Hat man echt zu tun. Da hat man echt zu tun. Und hepp. Hier kann ich mir mal Licht machen. Schön. Sind das auch gleichzeitig meine Checkpoints? Muss ich mal drauf achten, ob da jedes Mal das Speichersymbol kommt. Lalala. So, immer. Er hat mich jetzt fast erschrocken. Immer mal wieder probieren, ob man so einen Eimer ziehen oder schieben kann. Geht immer noch nicht. Da oben ist nichts. Dann gehen wir mal hier rüber. Oh. Oh je, das ist ja jetzt schon eine hakelige Sache. Nee, okay, klappt. Ich höre was schreien. Soll übrigens recht kurz sein, das Spiel. Also kommt's für mich wieder darauf an, wie intensiv die Erfahrung ist. Bisher macht es einen guten Eindruck. Ja, und jetzt darüber. Seitdem ich einmal nach vorne runtergefallen bin, bin ich echt gebrandmarkt. Oh Mann, viel sieht man hier gerade nicht. Das kracht doch bestimmt bald ein. Oh, das ist ein Sprung fast ins... Nee, da komme ich doch her. Nee, oder? Nee, ich komme ja von unten. Hätte ich hier springen können? Ich dachte, ich mache einen Sprung ins Ungewisse. Man hat ja kaum gesehen, wo es lang geht. So, okay.
Okay, das geht so ein bisschen mit dem Stick. Das haben sie ganz gut gemacht. Hätte man auch so erwartet. Okay. Ah, ja. Alles klar. Hier muss ich mich also beeilen. Und ich schätze mal, auf dem Rückweg reicht es nicht, den Umweg zu nehmen. Deshalb werde ich jetzt springen. Ah! Renn, 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 renn. So. Das schaffst du immer noch nicht, oder? Doch. Ah. Nee, aber sie kriegt es nicht auf. Das hört dann irgendwann auf. Gut, war nur, um den da rauszulassen. Vielleicht gibt es dafür ja auch Errungenschaften. Wenn man 50 von denen befreit hat oder so. Keine Ahnung. Was ist das eigentlich für eine Bewegung? Also das ist jetzt die Greifentaste. Ich weiß nicht, was sie da macht. So, da gibt es ein Mauseloch, wo ich rein kann. Und hier sieht es aus, als wenn man hoch soll. Aber so wirklich hoch kommt man hier auch nicht. Oder? Na, hier vorne lang. Ja gut, jetzt bin ich hier oben, aber hilft mir das was? Hm, an sich nicht, ne? Ich habe hier so einen Papierflieger gerade runtergestoßen, aber... Ob der nur was zur Sache tut? Oh! Ah! Okay, ich könnte ihn mitnehmen. Das müsste ich ja auch nochmal rausfinden, wozu man hier Sachen durch die Gegend trägt. Ob das einfach so... Boah. Als Gimmick drin ist oder ob man manchmal was als Puzzle-Lösung braucht oder ob man manchmal was als Secret-Lösung braucht. Oh, oh. Die Kamera zoomt zurück. Ich warte auf den Moment, wo das erste Mal was Großes mich verfolgt. So, hier geht's hoch, wie beim Gefängnisausbruch. Na? Hoffe ich doch mal. Ja. Das heißt jetzt ein Einbruch. Moment mal, das heißt, hier ist vorher einer geflohen? Oh je. Und ich gehe genau den umgekehrten Weg. Das ist ja nicht schön. Das ist ja wirklich ein Gefängnis. Hier geht's durch die Gitter durch. Oh, Mann. Okay, jetzt bin ich in der Zelle. Vermutlich. Oh, ich bin so furchtbar klein. Ich höre Schritte. Nee, das... Was ist denn das? Das kann ich auch nicht greifen. Das ist das Katzenklo. So. Ist hier vorne noch was? Nee. Das hört sich an, hat jetzt angehört wie ein Mäuschen. Okay, ja, da ist eine Maus. Oder eine Ratte. Lassen wir es mal eine Ratte sein. Die flieht jetzt bestimmt gleich. Ah! Okay, das ist jetzt hier eher so eine Latrine. Das kann dann doch eigentlich nicht heutzutage spielen. Oder in einem sehr rückschrittlichen Land, sage ich mal. Aha, da muss ich wohl hoch. Oh, warte, wie schaffe ich denn das? Sind wir auf dem Schiff? Weil hier ständig... Ja, ne? Ja, ja, habe ich schon gemacht. Weil hier ständig... Jetzt wankt auch gerade die Perspektive so ganz leicht und diese Klorollen, die kullern die ganze Zeit durch die Gegend. Wenn man natürlich auf dem Schiff ist, hat man vielleicht nicht so komfortable Toiletten. Das kann sein. So. Da muss ich doch unbedingt mal reinschauen. Nee, kann ich nicht. So. Kann ich da irgendwas hinschieben? Ich meine, reicht das schon hier, die kleine Kiste? Okay, die reicht schon. Schön, dass man es auch ein bisschen flexibler schieben kann und nicht auf 90-Grad-Routen, an 90-Grad-Routen gebunden ist. So. Jawohl. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Oh, und ein Timer hat es auch. Okay, ich schätze mal... Ich muss mich irgendwo vorbeischleichen. Ich wollte mir das jetzt erstmal nochmal bei Licht angucken. Oh. Da sind wieder Finger. Ach, das Ding hier steht unter Strom. Um Gottes Willen. Zum Glück habe ich mich hier wegbewegt. Jetzt höre ich es knistern und sehe auch die Funken fliegen. Okay, also gehe ich nicht zurück. Das bringt ja nichts. Was sind denn hier für komische... Zimmer kombiniert. Erst denke ich, ist es auf dem Schiff. Jetzt haben wir hier so ein Spielzimmer. Mit Indoor-Schaukeln, wohlgemerkt. Nanu! Okay, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, wenn sie auf so einer... Nee, okay, Theorie widerlegt. Ich wollte gerade sagen, wenn sie auf einer Planke oder was ist, dann kann sie nicht rechts und links runterrutschen, aber kann sie schon. Also muss ich echt aufpassen. So, mal ganz vorsichtig. Ich konnte jetzt natürlich die Perspektive auch leider nicht gut sehen. Probier mal da hoch zu rennen. Und abzuspringen. War nicht so schwer. Aber was gibt's hier?
Tut-tut. Da fährt die Chuchu-Bahn. Oh. Ich habe erst gedacht, dass ich es irgendwie... Dass ich die Rampe... vielleicht muss ich die Rampe beschweren. Das wäre aber sehr umständlich, oder? Was ist hier? Komme ich hier nur zurück? Das ist doch blöd, oder? Warum sollte ich zurück? Vielleicht um zu fliehen. Um vor was zu fliehen. So, hier ziehe ich jetzt nochmal an den... Nee, an den Schubladen. Doch. Das heißt, ich komme hier auch ganz anders hoch, oder? Ich kann mir hier so eine... So eine kleine... Na! Sie hält immer fest, aber sie zieht nicht. Na! Na, ne? Sieht so aus, als wenn sie festhält. Aber hält dann doch nicht fest. Aber das reicht ja schon. Also, ich kann mir diese Treppe bauen. Gut, dann geht also die Planke vermutlich in die andere Richtung. Ne, die Schaukeln sind weiterhin... Ach, ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es nur so eine Spielerei, damit man schon mal weiß, wie die Physik funktioniert. Ups. Ich wollte da hochspringen. So. Bisschen schaukeln. Juhu. Da fährt die Chuchu-Bahn. So, wenn ich jetzt im richtigen Moment immer in die Hocke gehe... Guck mal, so ein bisschen Schwung baut sie auf, ne? Toll. Ist ja wie im echten Leben. Aber besonders viel wird es jetzt hier nicht. Okay. Chuchu. Hier kann ich auch hoch, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht bis da. Beziehungsweise. Ja, genau, hier. Machen wir wieder. Na! Geht nicht. Es geht nicht. Huh, die geht. Ja, das schafft sie wieder nicht. Aha. Nee. Okay, aber ist denn da oben was? Oh. Ich glaube ja nicht. So, wir wollen keinen Unfall bauen. Ich warte, bis sie wieder vorbei ist. Oh, warte. Wo ist denn da die Verbindung? Kann ich das schaffen in einem Zug durch? Ganz vom Anfang, wo man... Deshalb muss ich auch zurückgehen. Hm. Jetzt machen wir doch mal einen Unfall. Bam! Tatsächlich. Was hier so alles geht. So, ja genau. Deshalb kann ich zurück, weil ich das doch noch ein zweites Mal machen muss mit dem Strom. Beziehungsweise mit ohne den Strom. Und dann aber... Hackendampf, würde ich sagen. Sonst wird das nichts. Und hepp. Schnell, schnell, schnell. Ich hoffe, ich werde nicht geröstet. Oh, Hilfe, Hilfe. Nochmal Licht anmachen. So. Oh, oh, oh. Die Zeit tickt gegen mich. Ah, ha, ha, ha. Puh. Und gespeichert. Okay. Das sieht jetzt hier wieder aus wie im Gefängnis. Mit verschiedenen Zellen. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Zum Glück werde ich bisher noch nicht so richtig verfolgt. Kann ich bestimmt mit Schwung über die Quarterpipe. Huh. Nee. Oh. Okay. Big Brother is watching you. Und zwar in drei Einstellungen. Ich könnte eigentlich auch... Es sieht so aus, als wenn ich auch ganz hinten lang könnte bei den Türen, ne? Aber ich mach's jetzt natürlich mal... Ah! Wirst du wohl mal rennen? Genau, ich mach's jetzt so mit dem Bett hier. Und... Ah, sie hängt! Die hängt da immer! Ah, verdammt! Oh, oh, oh! Ah, kann ich noch weg? Nein. Ii. Oh Gott. Ist allein Licht für mich gefährlich? Oh. Oh nein, da hocke ich in meiner Ecke. Ja. Wie ich das hier überwinde, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Die Folge ist schon rum. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.